Hi, mein Name ist Nina. Schön, dass du wieder bei einem neuen YouTube-Video mit dabei bist. Heute habe ich was ganz Besonderes vor, denn ich habe mir gedacht, ich stelle einfach mal mein neues Auto vor. Ist jetzt ein bisschen random, aber die, die YouTube-Shorts schauen. Schaust du YouTube-Shorts? Also ich bin jetzt ja echt ein bisschen aktiver geworden, aber der ein oder andere, der schon YouTube-Shorts geschaut hat, oder mir auf Instagram und TikTok folgt, hat mein neues Auto schon gesehen. Für alle anderen, ich stelle dir heute mein neues Winterauto vor, aber das ist nicht alles sehe, denn mein Winterauto ist ganz schön ekelig, ranzig, stinkt, schaut nicht schön aus. Und deswegen möchte ich dann nach und nach doch ein bisschen herrichten, dass ich nicht mit ganz so einem urheimlichen Auto umeinander vor. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange einfach mal mit so Kleinigkeiten an. Was ich eigentlich heute vorhabe, ist, dass wir die ganzen Zierleisten, die ganzen Innenraumleisten alle ausbauen und verlieren. Ja, ich will da was verlieren. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas verliert. Habe das allererste Mal in meinem Leben auf Folie bestellt. Habe mir natürlich ein paar YouTube-Videos schon angeschaut, aber das tun wir heute einmal. Ich habe keine Ahnung, ob das gut wird oder ob das schlecht wird. Vor allem, weißt du, was mir gerade noch so eingefallen ist? Es gibt so ein Werkzeug und so dafür. Das habe ich natürlich auch nicht. Also, ich habe einen normalen Föhn, habe ein Cuttermesser oder ein Schar. Aber ich habe nicht. Ich habe die ganzen Utensilien nicht dafür, was man braucht. Es kann nur in die Hosen gehen. Aber Folie, ich habe gerade schon reingeschaut. Folie ist so stark schön. Das zeige ich dir einfach danach. Aber jetzt gehen wir einfach mal zum Auto und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie mein Auto ausschaut. Ja, und da ist er. Das ist mein neues Winterauto. Und wenn ich mir Winter gut fahre, dann wird es auch mein neues Daily werden. Man beachtet gleich einmal nicht die riesen Teile, was er da hat. Ist so schlimm, wirklich. Dann habe ich auch ganz professionell, das müssen wir auch gleich einmal sagen, der ganze Rost ist, was er gehabt hat, habe ich gleich einmal mit so einem Lackstift einfach nur ausbessert, damit es zumindest von der Weide nicht mehr so stark auffällt. Ja, so schaut er aus. Es ist ein 320er Diesel, Touring, mit über 400.000 Kilometern, 2004er Baujahr, ein Facelift. Ja, finde ich ganz cool. Genau, auf der anderen Seite herum ist halt einfach der Rost nochmal viel, viel schlimmer. Habe ich aber auch so einen Lackstift genommen und habe einfach überall einmal ein bisschen gestrichen. Das ist nochmal ganz so stark aufgefallen. Man kann nichts machen. Für ein Winterauto ist der optimal und super. Er hat natürlich eine Scheibe. Das ist richtig nice. Und ich zeige dir einmal, wie der von innen ausschaut. Wir befinden uns jetzt im Autoherinnen. Ich möchte nämlich jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie der ausschaut. Ja, der ein oder andere wird sich denken, was hat er sich da gekauft? Kann ich komplett verstehen. Das denke ich mir ja. Aber ich muss sagen, so ein Sommerauto zu haben, ist schon ein nicer Vibe. Aber ein Winterauto zu haben, der wo alles so scheißegal ist, was man damit tut, ist nochmal ein ganz anderer Vibe. Und das Auto ist so fertig, ranzig, stinkt. Aber ich fühl's. Ich fühl das Auto. Ich meine, du kannst wirklich froh sein, dass nichts schmeckt übers Handy. Aber das Auto riecht so heftig, heftig nach Stall und Hund und Hund und Ekel. Also es ist wirklich krass. Und gefühlt, wenn man irgendwas angelangt herinnen, hat man so den Drang, dass man sich dann noch duschen geht, weil einfach noch alles so schmierig und eklig ist. Aber ja, das Auto wird cool. So, aber jetzt einmal zu den Vorteilen vom Auto. Und zwar hat er ein Multifunktionslenkrad. Ist ja schon mal richtig, richtig geil. Dann hat er Xenon. Dann hat er sogar so ein kleines Navi. 4 elektrische Fensterheber. Das ist auch ganz, ganz cool. Dann hat er ziemlich ekelhafte, aber coole Sitze. Ja, wir sind da schon einmal mit dem Putzi drüber gegangen, aber irgendwie, naja, schaut so aus, wie es ausschaut. Es ist auch, ich muss so ganz ehrlich sagen, auf das Auto lege ich jetzt von der Optik her und von der Sauberkeit vor allem nicht wirklich so viel Wert drauf. Hauptsache er fährt über den Winter und wenn er über den Winter gut fährt, dann wen herrichten als Daily. Aber jetzt muss ich erst mal den Winter gut machen. Ja, was hat er vorher drinnen so für Nachteil? Das Schieberdach da geht irgendwie nicht ganz zu. Ich habe schon mit Gewalt probiert, es geht irgendwie nicht. Und weil wir gerade beim Schieberdach sind, er hat keinen schwarzen Dachhimmel. Ich brauche unbedingt einen schwarzen Dachhimmel. Das ist wichtig. Ich hätte nie gemeint, dass ich auf sowas Wert lege, aber ich habe in meinem Sommerauto einen schwarzen Dachhimmel eingebaut und seitdem liebe ich es. Da hat es aber einen Ausbau von einem Dachhimmel echt
ätzende Arbeit war, möchte ich das nicht nochmal da. Und deswegen überlege ich, ob ich das einfach alles mit einer schwarzen Farbe einfach mache und dann Schwarzfarbe. Ja, schreib mir mal deine Erfahrungen, wenn du schon mal ein Dach einmal gefärbt hast, ob das eine coole Idee ist oder nicht so. Also ich muss auch sagen, das Video geht ja schon mit den ersten Fails an. Denn man darf eigentlich so ein Plastikteil brauchen, um die Leisten auszubauen. Das Plastikteil habe ich nicht. Jetzt habe ich mir nochmal einen Schraubenzieher genommen. Aber ich bin gespannt, ob es gleich alles kaputt und es kratzen wir. Aber eigentlich ist es ja egal, weil da kommt eher Folie drüber und die schaut eh nicht mehr schön aus. Ah, geil. Haben wir schon mal draußen. Und ich glaube, der Ding, die Karten wird runter müssen, weil auf der anderen Seite ist auch herunten. Die werden wir wieder einstecken müssen, gehe jetzt einmal schwer davon aus. Das, was ich nicht machen will, ist das Lenkradl, weil Airbag ausbauen. Okay, das ist jetzt eine von den hübschen Leisten, aber ja, das schaut halt einfach nicht so gut aus, das schaut nicht so geil aus. Weiter mit der anderen Leisten, das haben wir uns gerade angeschaut. Das heißt, wir müssen jetzt die auf der Beifahrerseite da raus tun. Das meine ich halt auch gut hier. Das meine ich halt richtig gut hier. Ja, hat voll gut hingehauen. Geil. Voll nice. Da sieht man es jetzt schon besser, dass das einfach schon alles so abgegriffen ist und nicht so wirklich schön mehr ausschaut. Und das Teil tue ich jetzt mal schnell ausbauen. Allerdings tue ich das jetzt für TikTok-Video und Instagram-Video mitfilmen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Teil da auch heraus ist. Ich habe es jetzt einmal am Boden gemütlich gemacht, denn ich habe alle Leisten dabei. Ich habe jetzt jede Leiste ausgebaut. Isopropanol, die Nummer. Und Schleifpapier. Ich habe die Leisten jetzt auch gerade schon sauber gemacht und ich glaube, ich will erst einmal damit beginnen, dass ich den ganzen Kleber da einfach mal oberschleife, weil der lässt sich mit dem Fingernagel auch schon gut runterkratzen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie man es am besten macht. Super Idee gehabt. Ja, habe ich. Ich habe mir nämlich jetzt einfach meinen Ofenschrauber genommen, wo man normalerweise seinen Ofen damit putzt. Und jetzt kann man das so runterschälen. Nice, das hat voll gut hin. Warte, jetzt zeig dir das einmal vom Nahen. Wer hat die schönste Leiste auf dieser Welt? Oh ja, mein Bettout hat die schönste Leiste auf dieser Welt. Wie gefallen sie dir? Wie findest du sie? Oh. Also, heute ist bereits schon der nächste Tag. Ich habe zwar gestern noch foliert und habe schon einige Leisten gemacht, aber irgendwie hat es doch alles länger gedauert und ich bin ehrlich, mir hat es dann einfach nicht mehr gefreut. Deswegen habe ich mir jetzt da meine ganzen Sachen wieder hergerichtet. Jetzt sieht man es zumindest auch im Licht, wie wunderschön das die Folie einfach ist. Oh, die schaut so stark schön aus, das freut mich so stark. Jetzt sind auch sogar nur noch eine große Leiste, dann eine kleine Leiste und dann noch die Mittelkonsole. Bei der Mittelkonsole habe ich irgendwie am besten Angst. Und so professionell wie ich bin, wenn ich es alles hinkriege, habe ich es einfach mit so einer angelaufenen Kinokarte gemacht, weil ich habe mir keine Utensilien bestellt dafür. Und einfach nur schau. Aber ich habe einen Föhn mal auch wieder hergelegt, also alles ist jetzt dann eigentlich da. Und genau, dann fangen wir jetzt einfach an und machen wir jetzt die restlichen Leisten nach. Thank you.
nice. Ich hab bisher alles ein bisschen hingehauen, als wie ich mir vorgestellt habe. Ich kann das auch noch mal so zeigen. Schaut wirklich gut aus. Jetzt dann habe ich auch meinen professionellen Föhn da. Jetzt müssen wir noch da die Ecken machen, dass das auch vernünftig passt. Und das einzige Problem, das was ich immer habe, das ist genau da herinnen. Ich hoffe, man sieht es jetzt an. Genau da herinnen über die Kanten schön drüber zum Kämmen, dass man schön drüber zieht, dass man da keine Knicke nicht hat. Da weiß ich nicht, wie man es am besten macht, weil ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich da quasi das in der Mitte wieder umknickt habe und die da mit einem mit meinem Föhn einfach hergegangen bin und das dann auch so drüber gezogen habe. Also mal schauen, ich hoffe, das haut da jetzt auch wieder hier. Aber die Ecken, die sind ein bisschen schwierig. Aber wie krass ist das bitte? Oh mein Gott. So schaut es jetzt da aus. Echt gut eigentlich, gell? Die Kanten kann man schon so lusten, oder? Weil da sind quasi die Hagel zum Eihageln wieder. Ich glaube, das schaut eigentlich ganz gut aus, also so. Genau, dann machen wir jetzt die andere Seite unten kleiner. Ja, das schwierigste Teil habe ich mir jetzt definitiv bis zum Schluss aufgehoben, und zwar die Mittelkonsole. Aber ich glaube, wenn man sich so anschaut, habe ich es ganz gut hingebracht. Ich habe da leider zwei sich eine kleine Punkte herinnen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber so an die Ecken ist es eigentlich auch ganz schön geworden. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Schaut ganz gut aus. Jetzt gehen wir raus zum Auto, bauen wir es ein und hoffen wir, dass es cool ausschaut. Ich freue mich so. Das allererste Mal in meinem Leben, dass ich was verliert habe. Also bitte, sei nicht so streng zu mir. Dazu mich nicht weghaken dafür. Es soll kein Anleitungsvideo gewesen sein, sondern ich habe einfach das allererste Mal in meinem Leben irgendwas verliert, weil ich voll Bock drauf gehabt habe. Genau, und das ist dabei rausgekommen. Also Profi-Verlierer bin ich nicht. Mein Gott, schaut das hübsch aus. Oh mein Gott, schaut das hübsch aus. Also ich habe leider einen Knopf noch nicht. Deswegen muss ich es jetzt ohne sagen, aber es schaut so stark aus. Oh mein Gott, wie hübsch ist das. Also ich habe jetzt dann alle Leisten eingebaut und ich bin so glücklich. Ich bin so zufrieden damit. Also fürs allererste Mal ist es definitiv schöner geworden, als ich gemeint hätte. Natürlich ist es nicht perfekt, und auch wenn es eingebaut ist, man sieht es an manche Steine, dass es selber gemacht ist, dass ich das auch nicht wirklich gekannt habe. Aber ich finde, das ist echt okay. Also es ist wirklich, mich freut das selber so stark. Ich hätte echt nicht gemeint, dass mir das auch so Spaß macht. Vielleicht tue ich es irgendwann sogar noch mal besser lernen, weil mir das jetzt echt gefallen hat. Also ich kann es mir echt vorstellen, dass ich sowas ein bisschen öfter mache. Ich zeige jetzt die Ergebnisse noch einmal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du es da angeschaut hast. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, ob ich mehr Shorts machen soll. Das würde mich definitiv interessieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Video wieder. Bis bald, mach's gut, ciao!